Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um den Community Day im September 2024 mit Ponyta und Galaponyta. Dieser Community Day ist am Samstag, dem 14. September, von 14 bis 17 Uhr Ortszeit. In der Wildnis erscheinen ganz viele Ponyta und Galaponyta. Ob sie das wirklich wieder perfekt hinbekommen, dass es auch 50-50 ist, bezweifle ich ein bisschen. Auf der Infografik könnt ihr sehen, welche IV gut für PvP wäre, wobei ich hier bezweifle, dass das Pokémon wirklich irgendwas im PvP kann. Wenn das wirklich was ultra krasses im PvP wäre, wüssten wir es, denke ich mal schon. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ponyta und Galaponyta haben leider den Typ Feuer und Psycho jeweils, und das heißt, ihr müsst euch quasi für eine Seite entscheiden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, dass ihr in der Wildnis mehr Ponyta habt statt Galaponyta, dann nimmt einfach eine Feuer-Mega-Entwicklung. Dann bekommt ihr nochmal zusätzliche Erfahrungspunkte für jeden Fang, wenn denn eure Mega-Entwicklung Stufe 3 ist. Die Boni bei diesem Event sieht folgendermaßen aus: 3 Stunden Lockmodule, 3 Stunden Rauch in der Eventzeitraum. Ihr könnt den Rauch aber auch stapeln. Dann habt ihr sogar nach dem Eventzeitraum sogar nochmal zusätzliche 3 Stunden Rauch. Also wenn ihr einen zündet und dann noch einen zweiten zündet. Es gibt beim Fang dreifachen Sternenstaub. Mit Sternenstück würde das also bedeuten für ein Ponyta 450 Sternenstaub. Kann man mitnehmen. Muss man aber nicht unbedingt. Wer aber Sternstaub braucht, sollte das Event definitiv ausnutzen. Sowas gibt es halt immer nur so einmal im Monat. Das ist nicht ganz korrekt. Beim nächsten normalen Community Day wird es entweder einen Brütbonus und einen EP-Bonus oder umgekehrt geben. Erst danach wieder einen Sternenstaubbonus. Also erst wieder in 3 Monaten. Danke, besser KI. Es gibt doppelte Bonbons beim Fangen, doppelte Chance auf XL-Bonbons. Wenn ihr einen Schnappschuss macht von einem Pokémon in eurem Beutel oder von eurem Kumpel, dann erscheint entweder Ponyta oder Galaponyta und ihr könnt es fangen. Es kann auch sein, dass ein Schnappschuss mit beiden kommt und dann wird halt irgendeins von den Pokémon ausgewählt, was ihr dann fangen könnt. Im Shop gibt es eine Spezialforschung für 99 Cent, die ihr euch dann noch dazu kaufen könnt, damit ihr noch ein paar Spawns, Items zurückbekommt quasi. Von 14 bis 22 Uhr bekommt ihr die exklusive Attacke. Wenn ihr also einen Ponyta weiterentwickelt oder einen Galoppa fangt, dann bekommt ihr eine spezielle Attacke. Die exklusive Attacke bei beiden Pokémon ist Stromstoß. Außerdem, wenn ihr tauscht, ist der Tausch 50% günstiger und ihr könnt einen zusätzlichen Spezialtausch machen. Heißt, an dem Tag könnt ihr zweimal Spezialtausch machen, aber nur von 14 bis 22 Uhr. Wenn ihr einen Spezialtausch schon vor 14 Uhr macht, kann es sein, dass ihr um 14 Uhr gar keinen Spezialtausch mehr machen könnt. Warum, weiß ich leider nicht. Von 17 bis 22 Uhr gibt es zusätzliche Vierer-Raids mit Ponyta. Die blauen Eier sind nicht immer pünktlich, spawnen immer wieder neu. Und wenn ihr diese Raids besiegt habt, dann bekommt ihr nochmal zusätzliche Ponyta in der Wildnis. Immer so 300 Meter Radius, 30 Minuten lang an der Arena. Super genial, falls man den Tag gerne anders nutzen möchte und vielleicht später doch noch was haben möchte. Aber denkt dran, der dreifache Sternenstaub gibt es dann leider nicht mehr. Nur die erhöhte Shiny-Chance gibt es dann noch. Diese Raids kann man nur vor Ort besiegen. Also mit einem Fernraid-Pass kommt ihr hier nicht rein. Kommst hier nicht rein. Seit ein paar Tagen könnt ihr aus den Stickern schon aus den Stickern Geschenke bekommen. Ja, genau. Definitiv Hochhaus gewonnen. Natürlich bekommt ihr Sticker aus den Geschenken schon seit ein paar Tagen, auch zu diesem Zeitraum. Ihr könnt sie auch im Shop kaufen. Es wird Showcases geben am Samstag bis Sonntag. Da sollte theoretisch Ponyta oder Galaponyta oder Galoppa und Galoppa zur Auswahl stehen. Also einfach mal 4 unterschiedliche. Viel zu viel, aber naja, gut. Hoffentlich findet ihr den passenden Showcase und gewinnt ihn, damit ihr nice Items bekommt. Von 14 bis 17 Uhr gibt es eventexklusive Feldforschungen, nicht vergessen.
Da gibt es dann auch Pokémon-Belohnungen hin und wieder. Die maximale WP von Ponyta, von beiden sogar, ist 727. Ich finde, eine sehr hübsche Zahl, kann man sich super merken und es ist schön, dass beide die gleiche haben. Ansonsten kann man natürlich auch Superbälle, Hyperbälle und Sternenstaub farmen. Manchmal gibt es aber auch ein paar Bären. Auch wenn ich persönlich diesen Community Day wahrscheinlich nicht wirklich spielen werde, also ich werde natürlich das Go Plus arbeiten lassen, den Rauch zünden und um 14 Uhr natürlich auch ein Sternstück zünden oder eher gesagt, ich warte, bis das erste Geschenk reintrudelt und dann mache ich halt das Glücksei an und hoffe, dass alle sich wirklich alle daran halten und um 14 Uhr die Geschenke öffnen und nicht erst wieder 2 Tage später oder 3 Tage später. Das nervt mich gerade tierisch, dass beim letzten Event hat das nämlich wirklich quasi gar nicht geklappt. Ich habe Geschenke verschickt und die Leute haben einfach irgendwann die Geschenke geöffnet, aber nicht zum Eventzeitraum. Sehr, sehr schade. Naja, die Leute werden dann aus der Freundesliste wieder entfernt und dann können ja neue Leute in die Freundesliste kommen, weil, also natürlich bleiben die Leute in der Freundesliste, bis sie dann beste Freunde sind. Wenn sie schon fleißig Geschenke aufmachen, dann wenigstens bis beste Freunde. Falls ihr noch Hilfe braucht beim Sortieren und Filtern, hier habt ihr noch einen kleinen Tipp. Es gibt eine Sortierung, das ist Freundschaftslevel absteigend. Und dann gibt ihr Freundschaftslevel 2 ein. Dann findet ihr die Leute, die kurz davor sind, Hyperfreunde zu werden. Und mit Freundschaftslevel 3 findet ihr die Leute, die kurz davor beste Freunde zu werden. Beim Robball Community Day habe ich 658 Fänge gemacht, 28 Shinies bekommen, 2 98er, 1 96er und irgendwie gefühlt 2 Tage später ist mir aufgefallen, dass ich auch einen 100er gefangen habe, weil ich es nicht gecheckt habe. 3 Sterne Shinies gab es 3 Stück und das Beste davon 93er. Bin auf jeden Fall mit dem Robball Community Day sehr zufrieden gewesen. Meine Auswertung zum Community Day findet ihr in der Flex-Ecke auf meinem Discord-Server. Falls euch das interessiert, schaut gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder beglücken, informieren, was auch immer. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!